Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Game Dev Tycoon. Ich nehme es wieder direkt im Anschluss auf, mitten im Mai, oder Ende Mai, mitten im Mai. Weiß nicht, was das jetzt für Auswirkungen auf ihn hat, da. Ah, Designtechnologie, Forschung, direkt für mich. Gut, wir müssen jetzt das nächste Spiel machen. Wir machen Transport Simulator auf jeden Fall. Sollen wir es auf dem Team was suchen? Wenn es halt scheiße wird, haben wir halt verkackt. Versuchen es einfach. Teil 250.000, dann versuchen wir es. Engine 3. Die Grafik V1. Engine hoch, Gameplay hoch, Story Quest. Multiplayer-Modus, ja, lasse ich einfach drin. Wony kündigt heute das heißt ersehnte Nachfolgemodell seiner beliebten Play-System an. Play-System 2. Also, da können wir vielleicht mal ein Remake oder so rausbringen. Keine Ahnung, gibt's das? Das mit Remake? Das wäre auf jeden Fall heiß. Ich habe dem Spiel nicht mal einen Namen gegeben. Dialoge können runter. Level Design kann ein bisschen runter, dafür geht es ganz hoch. Aber das wäre, das wäre verdammt cool, wenn man Remakes machen könnte von Spielen. Das würde ich verdammt unterstützen. Level Design kann runter, dafür ist Sound hoch. Okay. Also, ja. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, weil mir das zu viel wird. So, jetzt noch die 12 Bugs raus. Dann währenddessen noch ein paar Punkte mit seiner Technologie reinballern. Bin zufrieden. PC-Software-Gigant Micronoft hat heute angekündigt, mit einer eigenen Konsole namens M-Box in den Markt einsteigen zu wollen. Die ersten Vorführungen waren beeindruckend. Und es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die M-Box gegen die beliebte Dreamcast und die kürzlich angekündigte und lang ersehnte PlayStation 2 wie behaupten wird. Vielleicht bei Technologie? Ja, heute ist es. Ja, schön. Dann vielleicht bei Technologien einen neuen Rekord? Nee. Neue Forschung verfügbar. Soundtrack. Oh, du musst in den Urlaub, mein Junge. Okay, erste Wertung für Apple Sweet Transport. Okay, eine 7. Nochmal eine 7. Ja gut, es ist ein mittelmäßiges Spiel. Eine 7,0. Ist in Ordnung. Spielbericht erstellen zu Abflussmittransport. Oh, sie ist überall ausverkauft, da der Hersteller mit der Nachfrage kaum mithalten kann. Fans sind teilweise darauf ausgewichen, die Konsole auf Online-Auktionen für den bis zu fünffachen Preis zu ersteigern. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war in die andere Konsole zu investieren. Boah, eine Verzögerung der Inbox bekannt gegeben. Scheiße. Das wird schwer, damit zurückzukommen. Ein Regierungssimulator. Wir bauen einen Regierungssimulator. Oder ist Regierung eher Simulation? Strategie. Ich bin nicht sicher und ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Verdammt. Stellen wir jetzt einfach einen 18-Minuten-Timer. Dann machen wir jetzt ein neues Spiel. Wir haben jetzt wieder einen kleinen Messestand. Thema auswählen. Regierung. Simulation. 305
Dreamworks ist aber eher scheiße. Wir müssen auf den Play. Es kostet wieder so viel. Ich hab wahrscheinlich so viele Fehler gemacht. Slushy Trump. Ja, ich weiß, wir sind eigentlich nicht in der Gegenwart, das heißt, wir müssen. Da. Nein, Spielbericht. Oh Gott. Level ist eigentlich schon für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Office Transport wurde vom Markt genommen. Spielehistorie aus. Hat Plus gemacht, aber nicht viel. Also, Apfelzombie hat gerade noch so ein bisschen Plus gemacht. Also, das Spiel hat sich eher weniger gelohnt. So, ich habe mal das Level Design ein bisschen hochgeschraubt. Aber spielt sieht auch nicht ganz so fruchtig aus. So ein bisschen. Der Slushy Trump Simulator. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht ein Fehler war, 80.000 dafür auszugeben. Müssen halt um die 70.000 Leute vorbeigucken. Ja, gut, damit wir besser sind als letztes Jahr. Das haben wir erreicht. Haben wir es in die Top 100 geschafft? Nein. Aber das Spiel sieht gut aus. Das Spiel sieht verdammt gut aus von Design und Technologie hier. Hype ist auch richtig hoch. Nein, es scheint so, als hätten das Spiel Apfel-Sweet-Transport bei einer Veröffentlichung in Reihe und gebackt. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen und so. Wir können entweder Zeit und Geld investieren, um einen Patch zu entwickeln, oder ihre Bitte ignorieren. Wenn du ein Patch für das Spiel entwickeln willst, klicke einen Mitarbeiter an. Das Aktionsmenü um den Patch zu. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Noch was? Beiden sogar noch. Beide Rekorde. Kein Level Up wahrscheinlich, doch. Battery-Grafik fallen. Neue Forschung für 2. Du machst jetzt erstmal ein Patch entwickeln für 50k. Slushy Trump Simulator. Oh Gott! Als ob. Ich habe viel mehr erwartet. Ich habe viel mehr erwartet von dem Spiel. Verdammt. Wahrscheinlich sind Simulationen auf der Konsole eher nicht so bekannt. Mal einen Spielerbericht erstellen zu Slushy Trump Simulator. Forschung, neues Thema. Superhelden. Wenn ich so, schon so ein ähnliches Thema. So Analysen nach Verkaufsstand von Slash Regierungssimulationen sind gut, weil das ein für das Spiel sehr wichtig sein. Aber es das heißt, steht jetzt nichts davon zusammenpassen mit der Konsole. Ich liebe Firmen, wie heißt die Company? Sie wollen ihren Kunden nicht einfach das Geld aus der Tasche ziehen, sondern verstehen auch unsere Anliegen und stellen sicher, dass wir unsere Spiele auch wirklich genießen können. Gut, wir sind in der neuen Fortsetzung und weiß nicht. Also, wir hatten ja bisher gerade plus zwei große Hits. Aber Minus. Slush im Wilden Westen. Keks der Farmer, 9. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde, wenn wir davon. Also Bärenfried Time wäre auf jeden Fall das unser bestes Spiel. Ist auf jeden Fall unser bestes Spiel. Es ist auch mittlerweile schon 4 Jahre her, fast 5, dass das Spiel gekommen ist. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen das auf dem PlaySystem 2. Das ist ein Rollenspiel. Die sind sogar gut auf PlaySystem 2. Mit Spiel Engine 3. Bärenfried Back in Time. Die Grafik 1. So, Storyquests sind sehr hoch. Fahre ich da auch alles rein. Gameplay ist sehr wichtig und Engine eher weniger. Jetzt können wir Presseanfrage. Ich bin Jason Green von Gaming World.
Ich habe gehört, dass Ice Company gerade an einem neuen Spiel arbeitet, während sie bereit uns über ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben. Akzeptieren? Warum nicht? Was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs von Bärenfried Back in Time? Glauben Sie, das Spiel wird gut ankommen? Boah, verdammt. Entweder ich kill damit den Hype oder ich kurbel ihn an. Bei dem dasselbe. Ich bin jetzt einmal bescheiden. Danke für Ihre Zeit. Okay, es hat den Hype eher hochgepusht. Da Leute jetzt halt auch wissen, dass das Spiel kommen wird, sind sie auch wahrscheinlich noch mehr gehypt. Ah, nee, das können wir nicht machen. Weil sowohl Level Design als auch künstliche Intelligenz sind recht wichtig für das Spiel. Es kommt natürlich jetzt kein so ein großer Hype raus wie bei der G3, aber es ist trotzdem ein recht großer Hype. So ein Corona. 30er, oh, es geht sogar noch weiter. Magnum 500.000 Umsatz. Hat sich das gelohnt? Ja, plus gemacht. 200k. Da sind noch die 5 Bugs raus. Und boah, was ist denn da passiert? M-Box wurde veröffentlicht. Ja, wenn ich das auf der M-Box machen, die PlayStation ist besser. Okay, 65er Design ist verdammt krass. Dialoge sind Level up. Gut, hoffentlich wird es diesmal wieder gut. Bärenfried Back in Time. Let's see. Ein Meisterwerk. Was? Sehr unterhaltsam? Großartiges Spiel? Wow. Es ist nicht mal eine 9,0. Es ist eine 8,75. Das enttäuscht mich jetzt gerade sehr. Es wird nicht mehr 50.000 Mal an einem Tag. Das tut weh. Sogar sehr weh. Das habe ich so nicht kommen sehen. Ich hab Bärenfried Back in Time gespielt und das Erlebnis ungemein genossen. Das Design der Spielwelt ist vom Feinsten, mutig, fantasievoll und kompromisslos wird atemberaubende künstlerische Vision umgesetzt. Bärenfried Back in Time hat wirklich eine Top-Platzierung in den Charts. Jörg Longer. Ist natürlich immer derselbe Jörg. Spielweltdesign ist sehr wichtig. Ja, wir müssen jetzt mal wieder ein neues Spiel entwickeln. Jetzt halt ein neues Spiel entwickeln. Ich würde sagen, Superhelden. Superhelden-Rollenspiele. Play System. Dungeon 3. Lachs. Ja, wir hatten schon mal einen Lachsman. Clarkman. Das ist ein Clarkman. Manchmal frage ich mich echt, was in meinem Kopf so vorgeht, dass ich auf solche Ideen komme. Ein Hype ein bisschen hoch. Ein bisschen rumschrauben da noch. Ein bisschen hoch, wir haben Hype 2 und so. Also das Hype wird auf jeden Fall nicht so hoch sein wie bei Bärenfried Back in Time. Das ist ja auch ein neues Spiel. Das ist alles unbekannt. Menschen mögen nichts Unbekanntes. Das ist alles schlimm. Alles schlecht, was unbekannt ist. Alles neu ist schlecht. Bärenfried Back in Time wurde vom Markt genommen. Ja, knapp 2 Millionen Umsatz. Kommt nicht ans Original ran, aber ist halt eine Fortsetzung. Kommt nie ans Original ran. Auch keinen neuen Rekurs. Machen wir vielleicht ein Level Up? Ja, ist ein Rekurs-Level. Mailforschung, fortgeschrittene Zwischensequenzen. Das hört sich gut an. Aber wir brauchen KI-Gefährten. Kann ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht angucken, ohne dass ich vorbeigehe. Videowiedergabe, Easter Eggs, die Hintergrundgeschichte. Kostet 20.000.
detaillierte Hintergrundgeschichte gehört zur Spielwelt Designer. Okay. Erste Wertung für Clarkman. Ja, aber klar, wird kein. Wird kein krasses Spiel. Also eine 5 habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Eine 5,75, was soll das? So, dass ich jetzt ein bisschen trinken muss, aber mein Hals ist verdammt. Ja. Also ich habe ein bisschen mehr von Clarkman erwartet. Dieser Bericht der Clarkman. Vielleicht eine neue Forschung, ein neues Thema wäre interessant. Sport! Und danach geht er in den Urlaub auf jeden Fall. Also Kleidemesserstand. Super, gut Konvention, grafisch und richtig sein. Und wir machen jetzt instant Spiele, damit das auf der G3 richtig angekündigt wird. Nämlich Kids Sport Spaß. Das wird eine Sportsimulation. Ah, verdammt, wir haben Sport noch nicht fertig. Oh, beeil dich, bitte. Okay. Jetzt kann ich beruhigt sein. Kicks, Sport, Spaß. Sport. Simulation. Ich weiß nicht, wie Simulation auf dem PlayStation 2 ankommen, deswegen. Irgendwann müssen wir es ja versuchen. Ist jetzt in den Urlaub. Engine muss hoch, Gameplay muss hoch, Story Quest. Okay, mal gucken, ob wir diesmal auf 80.000 kommen. Sieht jetzt eher mager aus, aber die kommen kaum alle. Hey, 80.000! Wir steigern uns Jahr für Jahr. Level-Spiel ist auch gestiegen. Die Logik kann runter. KI muss hoch. Level-Design muss hoch. Neun Themen zu reagieren. Aber es sieht so aus, als bräuchte man wirklich den zweiten und noch krassere Spiele zu stellen. So schaffe ich hier bei Design und bei Technologie ja keinen Rekord. Ich hoffe mal, der. Oh, Clarkman war vom Markt genommen, 700.000 Umsatz. Schon interessant, wir haben es diesmal wahrscheinlich wieder nicht in den Top 100 geschafft. Nein. Aber wir haben auch bloß kleine Stände. Bei Umweltschutzbehörde. Ich bin Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde, habe ein Angebot für Sie. Die Energieverbrauch Ihres Unternehmens ist momentan sehr hoch. Wenn Sie Solarkollektoren einsetzen würden, Sie könnten Sie langfristig einiges an Energie und Geld sparen. Sie würden einen 50%igen Kostenzuschuss von uns erhalten. Damit beträgt die Investition nur 200.000. Möchten Sie Solarkollektoren installieren? Wenn man damit Geld, sparen kann, könnte sich das schon lohnen. Bevor der Hype fliegt. Das Spiel wird keinen. Ich wollte schon sagen, wird es keinen Oscar gewinnen, aber es geht ja nicht darum. Ich weiß echt nicht, was gerade mit meinem Hals los ist, aber ohne hier. Wenn ich jetzt nicht trinken würde, würde ich wahrscheinlich ununterbrochen husten. Das ist eine Enttäuschung. Das ist eine herbe Enttäuschung. Alter. Das Spiel ist richtig scheiße.
Vielleicht kommen Simulationen einfach nicht auf dem Game System gut an. Das ist jetzt alles möglich. Ich kenne mich jetzt nicht aus. Spielbericht erstellen. Und du vielleicht nochmal eine Forschung. Oh mein Gott. Der schreit förmlich nach einem Flugzeugsimulator. Heißt, die Kompanie hat kürzlich Solarkollektoren in den Bürogebäuden installiert. Obwohl die Videospiel- und Softwarebranche eine der saubersten Branchen weltweit ist, verbraucht sie sehr viel Strom. Deshalb kann das Installieren von Kollektoren wirklich Veränderungen. Eigentlich ist das jetzt Benz? Nicht so, also wir machen nämlich Minus mit Geeksport aus. Nein, das Play-System wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Große Ökonomie scheint für uns sehr wichtig zu sein. Okay, schau das auch. Das liegt an uns. Gut, neues Spiel entwickeln. Flugzeugsimulator. Flugzeugsimulator. Auf PlaySystem 2. 3. Timer läuft in einer Minute vorbei, aber. Vorbei. Was laber ich eigentlich? Ich werde das Spiel aber noch zu Ende bringen. Und noch abwarten. Oder ich nehm danach einfach noch eine Folge auf, damit ihr nicht seht, wie das Spiel natürlich ankommt. Und nicht in dieser Folge. Deswegen. Da investiere ich nicht rein. Das habe ich das letzte Mal gemacht, als ich das Spiel gespielt habe und das ging nicht gut aus. Die Games hier waren nämlich eine komplette oder komplett scheiße. Deswegen investiere ich da jetzt niemals rein. Der Hype ist ein bisschen da. Kick Sportspaß wurde vom Markt genommen. Hat wahrscheinlich verdammt viel Minus gemacht. Nicht mal! Knapp plus. Der Play-System wird nicht länger unterstützt. Und ich fange gleich schon wieder an zu husten. Es ist lächerlich. Ich habe nichts mehr zu trinken hier. Gut, aber bevor wir jetzt das Spiel veröffentlichen, gehe ich jetzt die Folge hier. Lasst auch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.